Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Wir steuern auf ein verlängertes Wochenende hin und da schauen wir jetzt im Detail, wie das Wetter wird. Am Mittwoch, ein Hoch zieht ab, das andere baut sich neu auf und dazwischen haben wir ein paar Stunden, wo es vorübergehend etwas dichtere Wolken gibt. Und daher beginnen wir schon den Mittwochmorgen mit ein paar dichteren Wolkenbänken da. Vom Kleinwalsertal über Hinterwald, Verwall, dann auch bis Rätikon und Montafon sind ein paar einzelne Regengüsse nicht ausgeschlossen. Das ist aber nur so punktuell, es wird nicht alle treffen, sonst Richtung Äußerer Bregenzer Wald, Leiblachtal, Rheintal, Wallgau, da wird es im Wesentlichen trocken abgehen und dann im Laufe des Tages allgemein die Wetterbesserung, die Wolken werden weniger. Es wird freundlicher von der Bodenseeregion her und die Temperaturen, Sie sehen es, angenehm 20 bis 22 Grad. Auf dem Saulerkopf auf 2500 Meter, da haben wir am Nachmittag 4 Grad plus. Dann schauen wir in Richtung Christi Himmelfahrt, Feiertag. Also dieser Spuk mit diesen einzelnen Regenschauern, der ist schnell vorbei am Donnerstag. Da starten wir mit ein paar hochnebelartigen Wolkenresten. Und das vor allem so Richtung Leiblachtal, dann vom Allgäu her, Kleinwalsertal. Sonst aber wird es rasch sehr sonnig und wir können dann das Sonnensymbol im Laufe des Tages ziemlich verbreitet verwenden. Also ein freundlicher Feiertag, es wird im Laufe des Tages immer sonniger und die Temperaturen, Sie sehen es, gehen schon wieder 1 Grad hoch. 23 bis 24 Grad, Donnerstag trockene Verhältnisse und dann machen wir einen Ausblick in Richtung verlängertes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Es rentiert sich nicht zu verreisen. Man kann sehr getrost zu Hause bleiben. Das Wetter ist schön. Freitag, Samstag und auch am Sonntag. Sonnige Verhältnisse. Sie sehen es an den Sonnenstunden, 15 bis 16 Sonnenstunden täglich möglich, also die volle Sonnenscheinausbeute und dazu Temperaturen von 25 bis 27 Grad, es geht täglich aufwärts. Sie können diese Werte auf kachelmannwetter.com nachschauen, dort unter Ortsvorhersage immer wieder nachschauen, Ihren Wunschort, Ihren Berg eingeben, den Sie besteigen möchten, dann sehen Sie die detaillierte Wetterprognose. Das war's vom Wetter, für Gott bei Ländle TV.